Willkommen zurück. Der Blick auf die Uhr, wie immer. Erstmal checken, wie die Lebenszeichen so sind. Wir leben noch, wir haben Puls, wir atmen und wir haben genug zu essen und zu trinken. Aber nicht genug Sticks. Da ich jetzt alle für den Support gebraucht habe, werden wir also gleich losrudern und die nächsten Sticks holen. Ich so, irgendwie habe ich das Gefühl, ich laufe heute zu langsam. Also, das Paddel geschnappt. Das sollte ich aber vielleicht dann alles da lassen. Also, das wegwerfen und das wegwerfen. Das sah jetzt so aus, als hätte es die Luft aufgespießt. So, selbe Insel nochmal. Die ist nämlich sehr holzergiebig. Und das Ganze auch, ja, wieder in Schnelldurchlauf. Und da sind wir schon. Und werden von einem Rochen begleitet. Okay, so, dann wollen wir mal wieder fleißig Palmen fällen. Du stehst gut hier. Gleich nicht mehr. Sind hier schon wieder neue Sticks gespawnt? Ich sehe doch noch welche rumliegen. Die waren letztes Mal noch nicht da. Ich könnte schwören, die waren noch nicht da. Aber bevor ich da großartig rumhacke, kann ich auch erstmal so welche einsammeln. Irgendwo hatte ich doch Sachen gesammelt da. Und Steine können wir auch gleich da sammeln. Man weiß nie, ob man sie doch nochmal braucht. So, okay. Noch ein Steinchen schmeißen. Nicht so weit, wie ich dachte. Okay. Oh, viele kleine Babykrabben. Ich habe mir eingebildet, da lag noch einer. Vielleicht war das auch Stein. Ich stand hier so und habe ich den schon eingesammelt? Wahrscheinlich. Noch ein Stein. Und Weitwurf. Ups. Ich habe ihn kaputt gemacht. Steine gibt's hier en masse? Gibt's hier gar nicht. Wozu soll ich das denn benutzen alles? Ein Steinhaus bauen. Wird auch überhaupt nicht umständlich, so ein Stein auf den nächsten. So aus Kokosnuss dann so eine Masse fertigen, so, ne, als Mörtel für zwischen die Steine. Man könnte sich was ausdenken. So, zweite Kokosnuss lag da noch irgendwo. Oh, sogar drei, ich sehe drei. Irgendwie macht das Spaß, die zu werfen, die Sachen. Die war da hinten hin. So. Und wieder werfen. Kriege ich das bis da hinten hin? Nee. Aber fast. Das reicht. Dann nehmen wir die Palme noch. Oh, fällt auf mich, fällt auf mich, fällt auf mich, fällt auf mich. Die
Für so eine Sekunde ist er oben so stehen geblieben, wie sie war. So, einfach erstmal hier hin. Die andere auch. Und dann, ja, ein paar Sticks rausschlagen. Und dann möchte ich eigentlich ganz gerne einfach ein bisschen mit dem Boot durch die Gegend fahren. Ne? Jetzt hängt das Ding fest. So. Okay. Also das so schnell wie möglich hier machen wieder. Gerade mal schauen, ich habe Platz genügend. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1, 2, 3. Vier. Und noch ein Stück von der anderen Palme. Das können wir alles mitnehmen. So. Und eigentlich noch zwei. Machen wir das. Eins, zwei. Perfekt. Sind wir voll voll. Dann geht's schnell zurück. Und dann wieder hierher und von hier aus einfach mal so ein bisschen in der Gegend rum. Vielleicht. Gucken, was wir noch so entdecken können. Neue Inseln. Irgendwelche Easter Eggs, die wir noch nicht kennen. Fischwärme unter uns. Hallo. Paddeln? Paddeln. Und zwar jetzt, wieder in. Ah. Ich wollte eigentlich dreifache Geschwindigkeit nochmal. Langsam. Zweite. Nochmal reingehen. Dritte Geschwindigkeit. Das geht nämlich auch ganz gut, wenn man aufpasst und nicht aus dem Boot fliegt. Wow, so wie jetzt. Ah, Mist, 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 Mist. Man kann natürlich kurz mal tauchen. Da wären wir dann beinahe in den Laienfischen da gelandet, die böse sind. Shit. Wie bin ich denn jetzt getaucht? Ist das? Habe ich die Insel angesteuert? Kam ich. Hilfe! Orientierung verloren. Okay, nicht einfach ins Wasser springen, ohne vorher zu gucken, wie das Boot liegt und von wo wir kamen. Super Idee. Ich clever. ist das unsere Insel? Ich glaube schon. Es sind nämlich nur zwei Palmen da vorne. Hab ich ja gerade noch mal Glück gehabt. Trotzdem vielleicht hier zweimal. Ja, das kennen wir ja schon. Links das Wrack. Genau, das sind wir jetzt richtig. Also dreifache Geschwindigkeit geht, wenn man nicht gerade die Karte überquert. Oder das Biom. Wie auch immer man das nennen möchte. So. Dann. Die Sticks abschmeißen. Nochmal vier und nochmal vier. Und dann können wir beim nächsten Mal ein paar Wände machen. Aber bis, solange wir noch ein bisschen Sonnenlicht haben, gehe ich lieber noch ein bisschen tauchen. Und so hoch, wieso hat er jetzt zweimal getrunken?
War gar nicht meine Absicht. Schnell noch snacken. Seid ihr alle schon? Nö, ihr seid noch nicht gekocht. Gut zu wissen, bist du gekocht? Ich weiß es auch nicht. Seltsam. Na egal. So, haben wir einen Kompass? Bevor ich einfach wieder losrenne, das wäre nämlich dumm. Kompass und vielleicht habe ich der AirTag. Ist da noch was drin? Wunderbar, 100%. Dann wollen wir nämlich einfach mal so in die Richtung. Das ist Nord-Nordwest. Okay. Dann können wir zwar nicht so wahnsinnig viel mitnehmen, falls wir irgendwas finden. Aber egal. Hauptsache mal noch ein bisschen erkunden. Oh, erstmal ein bisschen Abstand gewinnen wieder. Vielleicht auch einfach mal dahin. Bisschen quer rein. Das ist Nord-Nordosten. Okay. Süden liegt unsere Insel. Mal gucken, ob das geht. Hätte ich vorher speichern sollen? Vielleicht. Ich kann jetzt noch speichern. Noch sehe ich meine Insel. Besser ist das. Jetzt einfach der Nase nach. Ich möchte gerne was finden. Schiffswracks sind okay. Festungen sind okay. Ich kann ja mal so ein bisschen grob die Insel da anvisieren. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Etwas schneller. Und wir hatten jetzt echt schon lange kein Hai mehr. Ich möchte es ja nicht beschwören, aber... Nö. Passt doch so mit dem... dass weniger Haie spawnen. Hier scheint es irgendwie nicht so viel zu geben. Schade. Alles sehr tiefes Wasser, da können wir nämlich dann auch gar nicht tauchen. Werden wir nur ganz schnell krank. Ach, ja, hallo. Ich sag ja, ich muss nur sagen, es kommen keine Haie mehr und dann kommen Haie. Warum sag ich auch sowas? Noch mal ein bisschen umgucken. Nee. Der Hai hält einfach mal in die andere Richtung. Warum? Interessiert sich nicht für uns. Ich fühle mich irgendwie ignoriert. Das finde ich nicht nett. Was soll das denn? Hey du. Da ist ein Boot mit einem Baum verwachsen. Ja, okay. Ich kann auch Sticks sammeln, wenn ich sonst nichts Spannendes finde. Ach, da ist ein Schiff. Schön, Schiff gefunden. Kurz mal noch die Insel. Man weiß ja nie. Ich habe immer noch nicht Wilson gefunden, den Volleyball. Gibt es wahrscheinlich auch sehr selten. Ich weiß auch nicht, in welcher Form er wie irgendwie auftaucht. Ob der eher auf einer Insel rumliegt, ob der auf einem offenen Meer schwimmt. Es
sieht schon ganz witzig aus. Jetzt gegen das Licht kann man es schwer erkennen. Aber wie der Baum da mit den Wurzeln. Auf dem Boot. So, ach so, nee, das waren schon vier. Ich will es auch nicht mittreiben. Damit wir noch ein bisschen Platz haben. Für was auch immer da drin ist. Brauche ich schon meine Taschenlampe? Sieht fast so aus. Da allerdings wieder nicht. Ja, wie kommen wir jetzt da rein? Die Frage ist immer dieselbe. Reinspringen. So. Was haben wir da? Eine Wasserflasche. Noch ein Paddel. Und noch ein Dingens. Was ist da? Das Wasser. Nix. Wasserflasche. Halte ich jetzt gerade mal aus Spaß an der Freude. Komm, geh da einfach hoch. Der müsste das noch als Leiter kennen. Ich sehe ein Flugzeug. Das ist ganz, ganz klein. Jetzt direkt über meinem Cursor-Punkt. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Jetzt kommen die Sterne raus. Ganz, ganz kleines Flugzeug. Also Flugzeuge sieht man hier doch öfter. Hilfe, hallo. Man guckt nur so selten nach oben. Das war's jetzt auch hier schon wieder, na gut. Nachts werde ich natürlich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel entdecken. Da steigen Luftblasen auf. Da. Würde ich jetzt auch gerne noch hin. Ist ja jetzt blöd. Ich sehe nichts mehr. Kriegen wir ein Bett zusammen? Möglich. Ein Bett. Yucca. Ob die juckt, die Yucca? Ich hatte doch... Wieso mache ich meine Taschenlampe nicht an? Ich lerne nicht, dass ich die ausgerüstet habe, permanent. Zwei... Vier brauchen wir aber. Vier. Komm schon. Jetzt sieht man es vielleicht besser mit diesem Wurzeln. Da. Okay, noch ein Stick. Man weiß ja nie, wie viele das wieder sind. Ich kann mir das ja nicht merken. Brauche ich was zu essen? Vielleicht. Okay. Da steigt der Rauch auf. Irgendwann kommt dann wahrscheinlich hier ein Schiff lang, sieht, dass da so ein Flair liegt und so, oh, da müssen wir jemand retten und dann bin ich schon wieder meilenweit weg. Das wäre sehr tragisch. Auf die Krabben drauf. Das mögen sie sehr gerne. Campfire. Wieso Campfire? Ach so, oh, ich bin ja blöd. Ich brauche ja, ach shit, ich brauche Palmenblätter. Nehme ich die kleine Palme. Ich müsste da jetzt nur die Blätter abmachen können. Das wäre auch noch was. Nur die Blätter ausreißen. Eins, zwei, drei, vier. So, jetzt aber. Die Krabbe hat's überlebt. Wir gehen schlafen.